Die Kinder haben wir schon mal gerettet, das ist immerhin etwas. Hier sieht es aber leider böse aus. Der braucht noch fast 2 Tage, um repariert zu werden. Wir haben viele Kranke. Das ist auch nicht so toll. Wir haben einfach viel zu wenig Ingenieure. Leider. Das hier brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Das heißt, ich nehme jetzt mal die Ingenieure weg. Was haben wir hier? Alle Kinder sind sicher. Sir, alle Kinder wurden auf den Landdreadnought evakuiert. Die Leute sind erleichtert, dass die Kinder in Sicherheit sind und arbeiten jetzt umso härter. Die Arbeitsleistung steigt, das ist gut. Hier setze ich nochmal ein paar Leute ein. Ja, hier sind nicht mehr viele, ne? Ja, ich kann nicht. Wir brauchen einfach Ingenieure, aber wir haben keine mehr. Es war trotzdem nicht gut, dass die Leute weggegangen sind. Wo haben wir den Tempel? Hier können wir nochmal ein paar Sachen machen, ne? Machen wir nochmal das, damit die Hoffnung nochmal ein bisschen steigt. So, dann überspeichern wir das hier noch einmal. Gut. Ja, hoffen wir einfach, dass wir durchkommen. Hier sind... Ah, ja gut, wir haben jetzt fast keine Arbeiter mehr, ne? Die haben wir natürlich auch weggeschickt. Hier braucht es nicht unbedingt mehr welche. Ja, Kohlen brauchen wir jetzt zwar schon, ne? Also hier brauchen wir eigentlich keinen mehr. Der Automaton, den braucht sie auch nicht mehr. Der müsste jetzt eher bei der Sammelstelle dann arbeiten. Die anderen bringen ja noch Kohle, aber die können wir nicht einlagern. Das ist so ätzend. Ja, beziehungsweise gut, wenn ich jetzt immer Kohle verschicke, dann schon. Ja, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, aktiver Generator erforderlich. Die brauchen aber leider noch einen Tag und 17 Stunden. Das ist so viel. Und wir kriegen leider auch nirgends mehr Leute. Ja, das ist doof. Ja, was sollen wir machen, ne? Wenn wir hier nochmal da was machen könnten. Ah, das können wir sogar. Wir brauchen nochmal 200 Holz. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier das Sägewerk? Wo ist das Sägewerk, Mann? Ja, okay, komm. Es ist, irgendwo ist das Sägewerk, aber wir generieren ja Holz. Das heißt, wir können das gleich nochmal machen. Das ist gut. Ich will das auch machen. Unruhen beim Evakuierungszentrum. Sir, die Stimmung unserer Einwohner ist so stark gesunken, dass ein Mob verzweifelter Menschen das Evakuierungszentrum gestürmt hat. Sie haben 88 Essensrationen, 39 Holz und 13 Stahl geplündert und sind dabei, die Stadt zu verlassen, um den Landdreadnought zu erreichen. Ja, wir müssen jetzt tödliche Gewalt benutzen. Es tut mir leid, aber sie dürfen nicht gehen. Sie dürfen nicht gehen. Nein, wir hätten doch fast das Holz zusammen gehabt. Ist das euer Ernst? Hier sollten wieder Leute arbeiten, verdammt, Mann. Es ist so ätzend, ne? Okay, wir können bald wieder Sachen rüberschicken. Das ist ganz gut. Was ist hier noch? Das sind die Jäger. Da können wir sonst auch noch jemanden schicken. Wo hatten wir denn das Holzlager, Mann? Sägewerk hier. Ja, hier sollte... Ah, wir haben noch einen Ingenieur übrig. Sehr gut. Ja, hier brauchen wir eigentlich niemanden mehr. Dann gehst du noch hier hin. Vielleicht sollten wir Nachtschichten jetzt einführen. Das könnte uns noch retten. Notfallschicht. Ja, ich weiß, das findet ihr nicht so toll. Können hier nochmal die Unzufriedenheit senken. Genau, aber Notfallschichten sind teilweise echt nicht schlecht. Und zwar hier beim Sägewerk würde ich das gerne machen. Boah, die Unzufriedenheit steigt stark. Es tut mir leid, aber wir brauchen jetzt Holz. Generator noch außer Betrieb. Ja, wir lösen einfach die Menge auf. Können leider nicht mehr tun. So, jetzt haben wir 200 Holz. Damit das hier gemacht werden kann. Es dauert jetzt nur noch 15 Stunden. Ist immer noch sehr, sehr lange.
Begrenzter Platz, Sir. Es gibt schlechte Neuigkeiten bezüglich des Landdreadnoughts. Der Platz an Bord ist begrenzt. Wir können und sollten zusätzliche Kabinen bauen, doch wir werden nicht alle in Winterheim retten können. Die Gerüchte über den begrenzten Platz verbreiten sich bereits in der Stadt. Die Einwohner sind angespannt und besorgt. Oh ja, es wird langsam wieder schlimmer hier. Wie sieht's hier aus? Ja, komm, das machen wir jetzt. Um nochmal ein bisschen die Hoffnung zu steigern. Aber es muss endlich der Generator repariert werden. So. Was können wir jetzt hier noch machen? Kohle müssen wir schicken, ne? Warum 5000 Kohle, ey? Ja, momentan können wir eh alle Kohle schicken, die wir haben. Vorräte. Schicken wir auch nochmal 100. Kabinen. Wir schicken nochmal hier einen Dampfkern und 50 Stahl. Und einwohnermäßig, ja, die müssen wir halt jetzt behalten. Und hier 6 schicken wir nochmal rüber. So, so machen wir das. Tipp einer Gläubigen. Da gibt es wieder ein bisschen Essen. Ja, die Unzufriedenheit stieg wieder ein bisschen, aber gut. Wir haben 317 von 5000 Kohle. Gut, die 800 Kohle wurden jetzt wieder hier aufgefüllt. Das ist gut. 11 Stunden noch, bis der Generator wieder läuft. Wird es jetzt wieder kälter? Ach nö, das ist nicht gut. Muss unbedingt das hier eigentlich machen, aber es geht nicht, ne? So viel haben wir nicht. Ja, der Generator ist wieder in Gefahr. Das ist nicht gut. Wie lange dauert das denn noch? 3 Stunden, Mann. Boah, das ist hart. Wenn er nochmal ausfällt, haben wir echt ein Problem. Der Generator ist betriebsbereit. Leider ist seine Leistung erheblich abgefallen, so dass all unsere Wärmezone eine Stufe abfallen und um 10% schrumpfen. Der nächste Ausfall wird schwieriger zu reparieren sein und schlimmere Konsequenzen zur Folge haben. Na, ganz toll. Und es ist überall jetzt zu kalt, ne? Ich muss eigentlich hier höher gehen. Na, geht noch. Aber wir brauchen die Kohle halt auch, das ist das Problem. Ach, jetzt glaube ich trotzdem hier mal, damit wir die Stimme des Captain einsetzen können, um die Unzufriedenheit zu senken. So, boah, das hat ziemlich viel gekillt, das ist gut. So geht das vom Kohleverbrauch, ja, es geht. Ja, wir müssen aber jetzt hier halt trotzdem warten. Nach 10 Stunden, bis wir wieder Kohle schicken können. Und Essen muss natürlich generiert werden im Speisehaus. Das geht aber nicht, ne? Es ist zu kalt. Als ob das so kalt ist, komm schon. Warte mal, die Reichweite ist... Ja, kann ich auf 3? Geht das noch? Ja, es geht knapp. Aber es ist immer noch zu kalt. Minus 4 Wetter, ich habe plus 1 Gebäudeisolierung, 2 Heizkörper und ist trotzdem immer noch zu kalt. Das ist jetzt schlecht. Ich kann nichts mehr betreiben, weil es viel zu kalt ist. Trotzdem Generator hier. Ich müsste auf Dampfstufe 2, aber das ist viel zu viel dann. Ich kann den Overdrive kurzzeitig mal aktivieren. Dann ist es warm genug. Aber hier draußen sieht es echt schlecht aus. Krankenhaus. Die Werkstatt bringt nicht viel. Das ist schlecht. Und wir verlieren wieder Leute. Und die 5000 Kohle noch rüber zu schicken, das wird hier richtig hart. Kann ich das Problem eigentlich lösen, wenn ich noch ein Ding mache? Eine Sammelschnee, ein Rohstoffdepot. 40 Holz, 20 Stahl. Habe ich leider nicht. Und jetzt sterben die Leute weg. Da, das bringt uns auch nichts mehr. Speisehaus hier hinten bringt uns auch nichts mehr. Wir brauchen aber Essen, Mann. Wir haben genug Essen. Aber wir können die Speisehäuser nicht betreiben, weil es viel zu kalt ist. Das ist doch ätzend.
Warum muss es jetzt so kalt sein? Warum? Ich kann den noch nicht schicken. Ah, hier, Deck 2 braucht 700 Stahl. Wie viel Stahl haben wir geschickt? Da. Schicke Essensrationen. Ach, das steht hier gar nicht, okay. Gesammelte Kohle. Aha. Naja, gucken wir, sobald wir können, was wir da tun wollen. Die Hoffnung sinkt, das ist nicht gut. Overdrive deaktivieren. Oh, oh, schnell. Ja, das ist echt scheiße. Trotz, dass wir hier Häuser etc. haben, haben wir jetzt echt ein Problem. Wärmedämmung für Gesundheitswesen. Das brauchen wir jetzt. Wo kann ich Ingenieure abziehen? Wo braucht es keine Ingenieure mehr? Ja, wir brauchen überall Ingenieure, ne? Ah, es ist fürchterlich. So, fürs Gesundheitswesen. Ja, eigentlich brauchen wir Nahrung, Speise aus Wärmedämmung. Das brauchen wir zuerst. Hier kann ich noch ein paar Leute hinschicken. Aber das sieht schlecht aus. Hoffnung kann ich leider nicht mehr steigern. Und wir verbrauchen ganz schön viel Kohle. Und die Einwohner sterben. Das ist auch nicht gut. So, ich kann wieder irgendwas hier machen beim Dreadnought. Das heißt, wir werden jetzt nochmal... Ja, wie viel Kohle soll ich schicken? Ja, aber 5000 Kohle. Wie soll ich denn jemals 5000 Kohle schicken? 350 Kohle. Ja, Essensvorräte haben wir leider nichts. Stahl haben wir auch nicht viel. Da kann ich mal die 24 rüber schicken. Ja, und das war's. Ist leider nicht so toll. Hier hätten wir wieder 800 Kohle. Und die Rohnahrung ist halt voll und hier muss was getan werden. Boah, das schaffen wir doch niemals. 5000 Kohle. Wenn die hier die Kohle direkt rüberbringen würden, anstatt zu uns, weil die stehen hier die ganze Zeit und ich kann nichts tun. Ich weiß nicht wie. Das ist doch doof. Liefert 800 Kohle. Oder reicht es wirklich, wenn ich ein neues Rohstoffdepot bauen würde? 40 Holz. Da brauchen wir 20 Stahl. Und Stahl wird nicht mehr generiert. Das ist auch nicht gut. Nein! Zieh mal hier den Automaton ab. Wo ist denn der Automaton? War der nicht hier irgendwo? Hier. Er soll trotzdem mal Stahl weitermachen. Ah, das ist doch fürchterlich hier. Das ist einfach nur fürchterlich. Ich hätte Automatone bauen sollen, als es uns so gut ging. Ja, hier, das bringt auch nichts mehr mit der Sammelstelle. Der Kohle hier. Die sollen lieber hier rüberkommen. Kohlehaufen, ja, dann sammelt hier noch ein bisschen. Wo ist denn die Sammelstelle? Da. Zwei Leute. Ist der Wahnsinn. Ja, sieht leider schlecht aus. Wir haben zwar wieder 800 Kohle, es ist halt auch echt doof, dass ich jetzt nicht einfach die nächste Lieferung schicken kann. Wir müssen immer warten, bis geliefert wird. Das dauert sehr lange. Wir müssen die Leute... also hier müssen wir eigentlich rüberkommen. Eigentlich brauchen wir mehr Kabinen und vor allem viel mehr Essen. Aber mit dem Essen sieht es immer noch schlecht aus. Das ist die Fabrik, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Speisehaus. Verzweifelte Einwohner. Die Glaubenshüter bitten sie zum Schweigen zu bringen.
Ja, leider läuft es wieder nicht mehr gut. Leider, leider. Speichere mal auf Hoffnung Winterheim. Wird hier natürlich zum Ende hin nochmal super hart. Aber richtig hart. Also ich weiß nicht. Wir haben 3 Tage Zeit, um so viel Kohle zu verschicken. Das ist gar nicht mehr möglich eigentlich. Weil woher soll ich so viel Kohle nehmen? Ja, ich brauche einfach mehrere Rohstoffdepots. Dann geht's vielleicht. Aber die warten schon wieder hier. Ich hoffe, die können jetzt die Kohle lagern hier drin. Kohle. Ja, können sie. Okay, gut, gut, gut. Dann schaffen wir es vielleicht. Ich baue einfach nochmal ein Rohstoffdepot, sobald es geht. Aber da brauchen wir noch Holz, ne? Kohlegenerator, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Alles abbauen, was wir nicht mehr brauchen. Weil das gibt noch ein paar Rohstoffe. Nicht viele, aber immerhin ein paar. Hütte. Ah gut, wir haben wieder viel Nahrung. Die würde ich gerne rüberschicken dann. Kampfarena. Da, Sägewerk. Hier arbeiten schon noch Leute. Ja, ja. Nicht so viele, aber immerhin ein paar. So, komm, wie sieht's aus? Noch 7 Stunden. Nein, und der Generator fällt aus. Das war's, glaube ich. Generatorkern ist beschädigt. Sir, wir mussten den Generator abschalten. Die Belastung steigt wieder an. Es war verdammt knapp. Der Kern ist schwer beschädigt. Diese Neuigkeit hat für Panik unter den Leuten gesorgt. Aber wir konnten sie unter großen Anstrengungen beruhigen. Vorerst. Unsere Ingenieure werden einen Weg finden, den Kern zu reparieren. Aber es wird eine Weile dauern, obwohl die Reparaturstation ausreichend besetzt war. Ja, und jetzt sinkt die Hoffnung leider zu stark und das kriegen wir nicht mehr hin, oder? 4 Tage. 4 Tage. Der Generator wird niemals mehr laufen. Das kriegen wir nicht mehr hin. 4 Tage, ey. Können wir ein bisschen, ja, fast können wir die Hoffnung ein bisschen steigern. Da, Hoffnung steigern. Los, los, los. Nicht, dass wir gleich verlieren, aber 4 Tage reparieren, das könnt ihr eigentlich vergessen. Ingenieure, die kann ich, glaube ich, abziehen. Also ich setze hier noch 3 hin, aber ich meine, ich muss das ja in 2 Tagen geschafft haben. Also wozu noch versuchen, das zu reparieren. Tipp bei einer Gläubigen, das ist gut. Und die restlichen kann ich hier einsetzen, aber viel bringt das nicht mehr. Das Problem ist, dass wir jetzt keine Nahrung mehr herstellen werden, ne? Das Speisehaus kann weggemacht werden. So, komm, wie lange dauert... Oh, wir haben noch 275 Nahrung, das ist gut. Oh, oh, was passiert jetzt? Nein, jetzt wird hier alles gestürmt. Jetzt laufen sie davon. Arbeiter in Panik. Sir, unter den Arbeitern ist Panik ausgebrochen. Manche von ihnen haben ihren Arbeitsplatz verlassen und sind auf dem Weg zum Evakuierungszentrum. Sie sagen, dass sie nicht mehr arbeiten wollen, wenn für sie kein Platz auf dem Land Dreadnought ist. Es werden immer mehr. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie 54 Essensrationen und 10 Holz stehlen, um sich auszurüsten und auf eigene Faust zum Land Dreadnought zu reisen. Und wir können sie nicht aufhalten. Also gehen sie. Das heißt, es ist, ja, sie sieht echt schlecht aus, ne? Also Vorräte kann ich jetzt noch 200 schicken. Das mache ich auch mal. Ein paar Vorräte behalten wir natürlich noch bei uns. Kohle. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, da schicken wir jetzt mal 800 rüber. Oder 900. Schicken wir 900. Ja, wir können ja alles schicken. Wir verbrauchen ja gerade keine Kohle. So, Stahl schicken wir ja auch maximal rüber. Und Einwohner haben wir jetzt echt nicht mehr viele bei uns, ne? Wir haben gar keine Einwohner mehr. Sind alle gegangen.
Die Vorratslager des Landdreadnoughts sind zu leer. Sir, wir haben schon nicht genügend Nahrung auf dem Landdreadnought, um diejenigen zu versorgen, die bereits an Bord sind. Wenn wir so aufbrechen, verhungern einige von uns vielleicht unterwegs. Ja, ja, ich bin dabei, aber ich kann keine Nahrung mehr herstellen und alle Leute sind gegangen. Wir haben keine Leute mehr in der Stadt. Kann dann die Unzufriedenheit noch steigen und sinken? Eigentlich nicht mehr, oder? Weil wir haben ja niemanden mehr. Doch, Jäger haben wir noch. Okay, die muss ich jetzt alle abziehen hier, die bringen nichts mehr. Dann haben wir wenigstens noch ein paar Leute. Ja, aber Ingenieure haben wir keine. Aber hier, Speisehaus, das ja, muss besetzt werden. Das bringt ja auch nichts, weil es zu kalt ist. Niemand kann mehr arbeiten. Leider haben wir noch genug Rohnahrung, aber keine Essensration. Und wenn der Generator nicht läuft, dann läuft hier einfach gar nichts. Ja, und wie soll ich jetzt die Kohle verschippen? Aber warte mal, vielleicht können wir... Nein, wir haben keinen Stahl mehr. Wobei, das macht ja der... Nee, der Automaton läuft nicht mehr. Warte mal, ich muss euch ein Stahlwerk schicken. So. Und hier, den ziehe ich ab. Keine Ahnung, was der Automaton tun soll. Geh mal hier hin. Das Treibhaus, was weiß ich. Ja, wir haben 1600 Kohle geschickt. Wir kriegen jetzt nochmal 800, das ist gut. Die haben nochmal 18 Stunden, wir haben noch 2 Tage Zeit. Es könnte reichen von der Kohle her. Es könnte reichen. Wir müssten jetzt eigentlich... Ja, oder kann ich nochmal einen Rohstoff... Ja, ich kann nochmal einen Rohstoffdepot bauen. Sehr gut. Eigentlich kann ja jetzt fast alles abgeholzt werden hier, ne? Brauchen wir ja nicht mehr. Fliegende Jäger kann man abholzen teilweise. Ich holze jetzt noch nicht alle ab, aber Weltküche. Ja, komm. Ich holze jetzt hier nicht alles ab, das bringt auch nichts. Okay, wir müssen jetzt einfach viel Kohle noch einlagern, damit wir genügend schicken können. Wir müssen... Zählt das schon mit? Ja, ich glaube schon. Wir müssen 3400 Kohle schicken in der nächsten Lieferung, damit wir das hier noch schaffen. Naja. Oh oh, was ist hier los? Generator noch außer Betrieb. Tja, ich tue mein Bestes. Ach so, warte mal, wir haben keine Glaubenshüter mehr, ne? Das sollte ich noch... Glaubenshüter, da sollte ich noch ein paar einsetzen. Können wir auch mal hier noch die Unzufriedenheit senken. So, die ist wenigstens weg. Und wir sehen uns dann... Oh! Was? Hier. In den Abgrund. Der Landdreadnought ist noch nicht bereit und der Generator steht kurz vor der Explosion. Wenn wir das nicht verhindern, wird all unsere Arbeit umsonst gewesen sein. Wir können die Explosion mit einem Notfalldruckablass um etwa einen Tag hinauszögern. Aber die Leute, die ihn ausführen, würden dabei sterben. Ja, dann ist es halt so. Kann ich nichts machen. Muss gemacht werden. Es sieht schlecht aus, Leute. Es sieht schlecht aus. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Mit der Kohle, das war zu krass. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem in der nächsten Folge von Frostpunk. Drückt uns die Daumen. Bis dahin. Tschüss.